Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf der Zocker-Oase. Wir starten jetzt ein brandneues Projekt und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Pizza Connection 3. Wir haben also Riesenhunger, werden Pizzabäcker und eröffnen quasi eine riesige Restaurantkette und wollen der größte Pizzabäcker in ganz Europa werden oder auf der ganzen Welt, wie auch immer. Und mal schauen, was das mit den Vorgängern überhaupt zu tun hat, mit Pizza Connection 1 und 2. Das war ja eigentlich von der Entwicklerschmiede Software 2000, aber die gibt es ja nicht mehr. Von daher bin ich mal gespannt, ob das damit überhaupt irgendwas zu tun hat. Und ja, da wollte ich jetzt auf jeden Fall einmal reinschauen und lade euch herzlich ein, hier das Spiel mit mir zu entdecken und gucken, was es hier so alles Schönes gibt. Und ja, wir starten eine Kampagne. Da wird hoffentlich erstmal tutorialmäßig ein bisschen was erklärt, wie das so funktioniert. Und ja, einen kleinen Avatar habe ich schon erstellt mit Logo und so weiter. Ja, und dann wollen wir doch mal gucken. So, es wird bleiend gestartet, habe also keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Wir probieren das alles in aller Ruhe aus. Wollen hier keinen Stress machen. Ja, es gibt hier einige Kapitel, also das scheint ein längeres Projekt zu werden. Vorausgesetzt, das ist spielbar, denn die ersten Rezensionen auf Steam waren wirklich sehr abschreckend. Viele, viele Negativbewertungen. Aber mittlerweile haben sie das Spiel schon ein bisschen upgedatet. Und das hier ist die Version mit dem Update Calzone, heißt das. Und da sind schon die gröbsten Bugs schon behoben. Hoffe ich mal. Also, ja, starten wir doch mal und schauen uns das Spiel einmal an. Meine liebe Großnichte, das letzte Mal sah ich dich mit 13 Monaten. Du saßt auf meinem Schoß. Wir haben Hoppe Hoppe Reiter gespielt. Deine Mutter war die Lieblingstochter meines Bruders Alfredo. Eine so schöne Frau. Ach, wäre ihr nur mehr Zeit geblieben. Ich weiß zwar nicht, ob dein Vater dir davon erzählt hat, ob du ihn überhaupt kennst und weißt, dass ich dein Großonkel bin. Aber eines weiß ich. Ganz sicher hast du schon mal meine Pizza gegessen. Jeder war schon einmal bei Pizza Padrino. Und das bin, war ich. Wenn du diese Zeilen liest, dann lebe ich nicht mehr. Und mein Imperium, mein Lebenswerk, gehörte mir zum Schluss leider nicht mehr. Es fiel Don Frodato in die Hände, der meine weltumspannende Kette durch Betrug und üble Nachrede an sich gebracht hat. Du bist meine letzte lebende Verwandte. Dein Erbe ist leider gering, doch ich vermache dir, was mir geblieben ist. Die kläglichen Reste meines Schweizer Bankkontos und mein allererstes, nun ja, Restaurant, das nie Teil meiner Kette wurde. Ich habe es immer gepflegt, so gut es halt ging. Möge es dir mehr Glück bringen als deinem Großonkel. Carmine Ritelli. So, das ist doch mal eine schöne Einleitung. Also wir erben ein ganz kleines Restaurant und müssen uns jetzt hocharbeiten. Und wir haben einen Don Frodato. Der ist wohl unser Gegner. Der hat leider unseren Vater hier platt gemacht und... Ja, das ist jetzt hier die Grafik. Schön niedlich. Niedlich gestaltet. So, was ist das denn hier? Ein kleiner Pizzawagen hier. Ich dachte, wir haben ein Restaurant und nicht nur so ein kleines Verkaufsauto hier. Okay. So, dann gucken wir nochmal. Story, das erste Restaurant. Das erste Restaurant deines Großonkels war ein kleiner Pizzatruck. Ja, wirklich. Also kein Restaurant in dem Sinne.
Ja, Wartung war wohl nicht die stärkste Seite Kamines. Und das Schweizer Bankkonto enthielt noch knapp über 10.000 Euro. Vielleicht machen wir erstmal auf Pause hier. Damit wir erstmal durchlesen. Aber wenn die Parkgebühren für 3 Jahre, ein paar Schweißarbeiten und kleinere Reparaturen sowie einen Satz neue Reifen und Zutaten für Pizzas abgebucht werden, wird nicht mehr viel übrig bleiben. Es ist höchste Zeit, ein paar Pizzas zu kreieren und Geld zu verdienen. Ja, wunderbar, wird wahrscheinlich alles schön erklärt, das ist doch hervorragend. So, wähle den Pizzakarren aus. Gut, dann klicken wir einmal rauf. So, und nun jetzt positioniere den Pizzawagen. Okay, jetzt steht hier bewegen. Ah, jetzt sollen wir uns umpositionieren hier, okay. Position bestätigen. Machen wir doch mal. Dann wechseln wir mal hier in einen schönen Park rein. Erschaffet ein erstes Pizzarezept. Jetzt, wo wir eine neue Position für den Pizzakarren gefunden haben, ist es an der Zeit, eine Pizza zu kreieren, die den Bürgern in dieser Umgebung schmeckt. Öffne die Backstube ganz unten rechts und erschaffe eine Pizza mit mindestens 3 verschiedenen Zutaten aus 2 Kategorien. Dann vergib einen Namen, stell die Gewinnspanne ein und speicher ab. Okay. Unten rechts. Okay, blink noch auf. Bin mal gespannt. Jawohl, das kennt man doch aus guten alten Pizza-Connection-Zeiten, die eigene Pizza zu kreieren. So, dann haben wir hier alles. Ah, wir haben hier ein Rezeptbuch. Okay. Mal gucken, was es hier so alles Schönes gibt. Pizza Salami gibt es schon. Ja, was haben wir hier? Ein paar Salami-Pizzen. Ein bisschen Gouda. Paprika. Gewinnspanne. So, Einkaufspreis haben wir 3,16 Euro. Verkaufspreis im Moment 6 Euro. So, wie hoch kann man die Gewinnspanne machen? 400%. Das ist natürlich ein bisschen viel. Oder wie viel bezahlen die Leute für eine Pizza? Keine Ahnung. Können wir mal das Doppelte machen. So, Pizza Salami speichern wir mal ab. So, hat er das jetzt gemacht oder nicht? Das Rezeptbuch speichern oder was? Mal schreiben. Okay, so muss man. Im Rezeptbuch muss man abspeichern. So, erste Schritte. Du solltest die Pizza jetzt auf die Karte setzen. Wähle den Karren aus, klicke auf den Reiter mit dem Besteck und setze die Pizza auf die Karte. Jedes Restaurant hat Platz für bis zu 10 Pizzen auf der Karte. Natürlich die Anzahl der verschiedenen Zutaten sollte man minimieren, damit man den Lagerraum effektiv nutzen kann. So, gehen wir mal raus. So, wir klicken auf den Waren. So. Hier
ist das Besteck, das Belenkte auf Menükarte. So, hier ist unsere Pizza Salami. So, ziehe die Pizza hier rein. Okay, dann machen wir doch mal. Ja, eine von 10 Pizzen, 3 Zutaten. Je mehr verschiedene Rezepte mit verschiedenen Zutaten du anbietest, desto zufriedener sind deine Kunden mit dem Angebot. Halte Ausschau nach neuen Zielgruppen und bewege deinen Pizzakarren, wenn nötig. Zusätzlich kannst du darüber nachdenken, die Öffnungszeiten des Karrens zu ändern. Setze jetzt eine zusätzliche Pizza auf die Menükarte. Okay, noch eine. Müssen wir ja noch eine bauen. Ja, bauen so ungefähr. Dann machen wir nochmal. So, jetzt können wir mal eine eigene machen. So, was haben wir hier für Formen? Wir können sogar eine eckige machen oder eine sternförmige, eine dreieckige. Wir bleiben erstmal klassisch. So, was machen wir denn jetzt? So, haben wir erstmal das ganze Gemüse hier. Dann haben wir hier Käse. Verschiedene Sorten, verschiedene Preisstufen. Fleisch haben wir natürlich. Fisch. Obst haben wir auch zur Verfügung. Und noch ein paar Gewürze. Können wir mal eine Obstpizza machen. Mal sehen, wie das so aussieht hier. So, was schmeckt denn auf einer Pizza? Das ist natürlich die große Frage. So, Erdbeeren. Nee, Erdbeere. Gucken, entweder ganze Erdbeeren oder man kann die wahrscheinlich auch zerkleinern. Das kenne ich noch aus Pizza Connection Teil 1 und 2. So, man kann die dreimal zerhäckseln. Jetzt sind das nur noch 5 Gramm Happen zu 3 Cent das Stück. So, jetzt kann man ja mal gucken, dass wir hier schön viele Erdbeeren hier rauf machen. Ganz, ganz viele Erdbeeren. So, garniert mit Ananas. So, da können wir natürlich auch ganze Scheiben nehmen oder wieder gehäckselt. Machen wir mal schöne Ananasstückchen. Verfeinert mit ein paar Äpfeln. Oh, da gibt es nur 20 Gramm Häppchen. Das ist natürlich ganz schön viel. Schade, dass man die nicht kleiner machen kann. Das geht leider nicht. So, dann machen wir mal die auch drehen, ja, wunderbar. Machen wir mal 4 Stück so. Und darf natürlich nicht fehlen, Käse. Dann nehmen wir am besten Gouda. So. 478 Gramm. 450 Gramm Früchte. Eine ganz schön dicke Pizza. So, speichern wir mal. So, den nennen wir dann jetzt einfach mal Pizza Obst. So, speichern wir mal ab. So, dann öffnen wir die Menükarte. Ja, und hier haben wir jetzt die Pizza Obst. Liebe Großnichte,
Ich bin alt und habe tatsächlich deinen Namen vergessen über all die Jahre. Wenn du dies hier liest, dann hättest du Besseres verdient als einen so nachlässigen Großonkel. Denn du hast dich entschieden, das Restaurant zu übernehmen und das Familienerbe anzutreten. Das ist gut. Es gibt da aber noch ein paar Dinge, die du wissen solltest. Das Verhältnis zwischen deinem Vater und der Familie deiner Mutter war schwierig. Ich weiß nicht, was er über uns wusste, ob er dich jemals kontaktiert hat, was du über uns weißt. Ich weiß nicht, ob du es wissen willst, aber falls doch, in einigen meiner früheren Restaurants in sehr guten Verstecken findest du Informationen. Wenn du es so weit bringst, verdienst du es, die ganze Familiengeschichte zu erfahren. Du wirst sie finden, wenn dir Pizza wirklich im Blut liegt. Genau deshalb sind diese Informationen vor dem Usurpator sicher. Der investiert nicht. Der interessiert sich nur für Geld. Dein Großonkel Carmine. Und schon wieder neue Informationen. Also das ist natürlich gut, wenn es so eine Story gibt und immer wieder frische Informationen gibt. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Die Story geht weiter. Verdiene mehr Geld. Niemand nimmt dich ernst, wenn du keinen Erfolg hast. Mach auf dich aufmerksam, indem du mehr Geld verdienst. Vergiss nicht, dass du die Spielgeschwindigkeit beschleunigen kannst. Und so weiter. Jawohl. Ja, apropos Spielgeschwindigkeit. Jetzt können wir mal wieder laufen lassen. So, hier ist unser Pizza-Truck, nenne ich jetzt mal. So, wir haben 0 von 200 Kilo. So, klicken wir mal drauf. Was haben wir hier für Menüs? So, zu 100% soll gefüllt werden. Minimale Zutatenqualität. So, wir wollen natürlich bestmögliche Qualität. Das war, glaube ich, immer ganz gut. Mal auch nicht gerade 100%. Machen wir mal 90. Und das Lager leeren. Lassen wir mal bei 50%. Keine Ahnung, was wir da nehmen müssen. So, Menükarte. Angestellte. Okay, wir haben noch kein Restaurant. Dann können wir noch keine Mitarbeiter haben. Statistiken gibt es noch nicht. So, jetzt kommen hier die ersten Kunden. Aber wir haben hier noch keine Waren bekommen, damit wir Pizzen backen können. Aber die hätten alle Hunger hier auf Pizza. Oh, der erste stellt sich an, aber jetzt muss er wohl gleich wieder enttäuscht weggehen, weil wir leider keine Pizza haben. So, mögliche Besucher. Oh, über 100. Hauptsächlich Touristen. Aber die gehen wohl alle hier hin. Ist wohl so ein Touristenpunkt hier. So, die kommen aber alle erst so in den Abendstunden. So, unsere Öffnungszeiten sind von 9 bis 18 Uhr. Um 9 Uhr ist ja eigentlich noch gar nichts los. Wollen wir mal ein bisschen später aufmachen. So von 12 bis 21 Uhr. Ja, 12 Uhr ist schon mal ganz gut. Oder wollen wir 15 Uhr? Bis 24. Nee, wir machen 12 bis 21 Uhr. Oh, Riesenschlange hier. So, wie kriegen wir jetzt die Materialien für unsere Pizzen? Wo haben wir überhaupt unser Lager? Wo kann man das jetzt hier sehen? So, gucken wir mal. Gucken wir einmal, was wir hier so alles haben. So, was haben wir hier? Hier können wir wahrscheinlich Restaurants anzeigen lassen. So, hier sind Lagerhäuser, denke ich mal. Wird das sein?
Den können wir irgendwo hinspringen. Okay, so, was haben wir hier? Warnhaus. Hat eine Kapazität von 2000 Kilo. Ein kleines Haus, 750 Euro kostet das. Miete ein Warenhaus, um die Qualität deiner Zutaten zu verbessern und Lieferrouten zu verkürzen. So, wir sind ja hier unten. Oh, was für eine Schlange. Alle wollen Pizzen kaufen, aber ich kann hier leider nichts anbieten. So, wo haben wir denn hier ein Lager in der Nähe? So, hier gibt es Lütfasssäulen, die können wir wohl für Werbung schalten. So, hier auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein Lager. Jawohl, hier ist es. Auch ein kleines. So, können wir das irgendwie mieten oder so? So, wie können wir das jetzt mieten? Wir brauchen Waren, die wir irgendwo einlagern müssen. So, frage mich, warum das jetzt hier nicht erklärt wird. Oh, hier ist ein Restaurant. Kann man vielleicht auch mieten. Ist gleich hier nebenan, neben unserem Truck. So, warum gibt es jetzt hier keine Menü? So, was haben wir hier oben? Sternchen. Ach, hier kann man die Mission nochmal nachlesen, wenn man irgendwie nochmal was nachlesen möchte. So, eine Mission haben wir abgeschlossen, das erste Restaurant. Jetzt sind die ersten Schritte. Aktuell verdienen wir noch mehr Geld. So, was haben wir hier noch? Information. Hier gibt es dann die ganzen verschiedenen Zielgruppen. Da kann man gucken, welche Vorlieben sie haben. Und dann, ja, wie viel Geld die so ausgeben. So, von 0 Euro bis 90. So, Touristen sind bereit, mehr zu bezahlen als Teenager. Studenten ein bisschen mehr. Gruftis. Oder auch die Bonzen geben auch mehr Geld aus. So, was haben wir hier noch? Mitteilung. So, wie können wir jetzt Zutaten bestellen? Jetzt ist der erste Tag hier gleich um, schon 18 Uhr gleich. Wir haben noch keine Waren bekommen. So, was haben wir hier unten? Haben wir einmal Statistik. So, das ist das Fenster. Was haben wir hier noch? Wettkampf. Dann haben wir Finanzen. Heute, gestern, vorgestern und so weiter. Angestellte haben wir nicht. Menükarte. Waren. Man kann jetzt mal einstellen. Die Lagernutzung. So, 100% haben wir eingestellt, aber wo kann man jetzt bestellen? Schade, dass das hier nicht erklärt wird. Also, das ist ein bisschen blöd. So, was haben wir unten noch? So, das ist wieder das Fenster mit Finanzen. Ach, die Buttons hier unten sind quasi die
Ja, die man auch hier anklicken kann. Der nächste müsste die Menükarte sein. Genau. Und danach die Waren. Ja. Also die hier oben, die Buttons sind dieselben wie hier unten. So, der Pizzawagen. So, Backstube. Dann landen wir wieder hier. Backstube verlassen. Yep. So, Menükarte, da sind wir wieder in diesem Menü. Dann die Waren. Ist auch wieder das Menü. So, sonst können wir den Pizzakarren nur bewegen. Oder die Öffnungszeiten einstellen. Ich glaube, ja, die Schotten dicht gemacht. Wir haben keine einzige Pizza verkauft, weil wir keine Zutaten bekommen haben. So, das Einzige ist, dass sie vielleicht um Mitternacht angeliefert werden. Dass wir erstmal einen Tag weiterspulen müssen. Schauen wir mal, was jetzt um Mitternacht passiert. So, erstmal haben wir nur noch 750 Euro. Und nö, immer noch 0 von 200. Hm. Weitermachen. Mal gucken, ob hier irgendwie mal ein Lieferant kommt. Ja, warum das nicht erklärt wird? So, jetzt schon 7 Uhr. Wir haben immer noch keine Waren. Jetzt kommen schon die ersten Touristen. Haben viele Hunger. Öffnungszeit haben wir gesagt 12 Uhr. Mal sehen, ob wir zu 12 Uhr dann den Laden hier aufmachen. So, 12 Uhr. Na, ah, mit dem Öffnen. Okay, 200 Kilo Zutaten bekommen, aber jetzt dick im Minus. 580 Euro Minus. Jawohl, also man muss warten, bis ja, der Truck öffnet, dann werden die Zutaten wohl gekauft. So funktioniert das also, okay. Ja, und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie viele Pizzen wir hier am ersten Tag jetzt verkaufen können. Und ja, unser Ziel ist es, 3000 Euro zu verdienen, um hier in der Story weiterzukommen. Hoffe, euch hat die erste Folge erstmal gefallen. Das war ja jetzt erstmal nur so ein Reinschnuppern. Und jetzt gehen wir so langsam in die Materie ein und versuchen in der Kampagne jetzt weiterzukommen. Ja, würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, lass doch gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr darüber freuen und wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, lass gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank dafür und ja, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.